Hallo Fans und Freunde der Vienna, ich bin wieder mal auf der Suche nach meinem Auto, denn heute, ja, da gibt es nach längerer Pause wieder ein Fangespräch und auf dieses Fangespräch, darauf freue ich mich ganz besonders. Sie selber sieht sich als Fossil der Vienna, aber die Karin Haslacher, die hat wirklich Tolles gemacht für die Vienna und auch natürlich viel erlebt mit dem Verein und ich werde heute mit ihr ein bisschen plaudern über das Verhältnis der Fans zu den Spielern und ja, wie sich der Verein so entwickelt hat und ihre Ansichten über die neue Vienna. Na, ich hoffe, ich finde bald mein Auto. Irgendwo da müsste die Kiste stehen und dann geht's ab zum Fangespräch. Also, schaut euch das an. Gebt mir ein Like, wenn das Video gefällt und nicht vergessen, den Kanal abonnieren, damit ihr immer aktuell am neuesten Stand seid, was mit den Fans der Vienna so passiert. Also, bis gleich. Come on Vienna. Ja, liebe Vienna-Fans, heute wieder ein Fangespräch und für mich eine ganz große Ehre, eine Person, die sich als nicht zu Unrecht als Vienna Urgestein, nicht ganz unhumoristisch auch Fossil nennt. Ja. Liebe Karin Haslacher, danke für deine Zeit. Gerne. Ein nettes Fangespräch. Wir brennen natürlich darauf zu wissen, wie war das früher? Was war deine Spezialität bei der Vienna? Wie hat es eigentlich angefangen? Wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich war schon Vienna-Anhängerin in meiner Schulzeit. Ich hatte im Gymnasium einen einzigen Schulkollegen, der auch Vienna-Anhänger war. Wir waren in der Unterzahl, aber das war egal. Ich bin aber früher nicht so oft am Fußballplatz gegangen, weil ich am Kahlenberg gewohnt habe. Aha. Und wirklich am Fußballplatz bin ich erst gegangen, wie ich vom Kahlenberg weg war. Nämlich das war dann 1973. Mhm. Da bin ich eigentlich dann regelmäßig auf die Hohe Warte gegangen. Also immer schon Fußballfan gewesen? Immer schon Fußballfan, vor allem seit Real Madrid damals anlässlich des Europacup-Finales in Wien gewohnt hat. Mhm. Und die haben bei meinen Eltern im Hotel am Kahlenberg gewohnt. Das schon her. Ja. Das und Hotel da war ich natürlich dann begeistert. Das war der Puskas, war da dabei und das hat mich sehr beeindruckt. Aha, okay. Sehr ungewöhnlich, glaube ich, auch zu der Zeit als Dame, als Mädchen zur Vienna, überhaupt zum Fußball. Naja, es war schon eher ungewöhnlich. Es war eher eine Männerdomäne. Ja, damals schon. Also Frauen am Fußballplatz hatten eigentlich weniger verloren. Wie war die Stimmung so den Damen gegenüber, wenn sie beim Spiel dabei waren? Gut, immer. Immer kam, also ich bin nie blöd angeredet worden. Es war immer nett, kameradschaftlich, egal wo ich war. Aha. Also vielleicht liegt es auch an meiner eher burschikosen Art, dass die Leute nicht blöd geredet haben. Aber, ja. Aber keine Berührungsängste oder nein, so, weil nie, halt doch sehr viele. Nie. Und die Stimmung damals? Ja, einfach, ich will nicht sagen lähmend, aber auf der Rundwarte, eher sehr ruhig. Das Durchschnittsalter war so um die 50, 60. Aha, okay. Und als junger Mensch ist mir eher aufgefallen. Aha. Und gab es da irgendwie Separierung oder hat man sich da zusammentan oder wie ist nein, man akzeptiert worden? Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte den Eindruck, die Alten, die zusammengehört haben, das war eine Klick. Und die Jungen, ja, die waren halt da. Man hat sich gefreut vielleicht, dass da junge Leute auch sind, aber wirklich wahrgenommen hat man sie nicht. Gar nicht, also gab es keine Stimmungen oder Fanclubs? Oder? Nein, gab es überhaupt nicht. Also zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Mhm. Ein ehemaliger Schulkollege von mir, der auch Vienna-Anhänger ist, der war schon bei diversen Fantreffen dabei. Ah, doch. Ja, der war dabei. Das hat er mir neulich erst erzählt, weil wir plaudern jedes Monat einmal über die alten Zeiten. Also man ist noch befreundet? Ja, freilich. Das ist ja doch schon 45 Jahre her, ne? Na, ein bisschen mehr. Darf schon ein bisschen mehr sein. Aha. 55, also wir haben gemeinsam im Gymnasium angefangen, 1962, Entschuldige. Und also so lange kennen wir uns halt schon. Ja, aber so machen wir halt nicht. Und dann hingegangen auf die Hohe Warte ab 73. Ja. Und gleich gefallen, gleich zu Hause. Ja, nein, es war, ich habe es ja immer wieder angeschaut. Also ich war schon hin und wieder mal dort, aber nicht regelmäßig. Mhm. Und da bin ich regelmäßig gegangen. Und ich habe 1978 habe ich auch meinen späteren Mann dort wieder getroffen. Der war auch immer Vienna-Anhänger. Na, das schau her. Also hat sich auch noch ausgezahlt. Und ne? Mein früherer Freund war auch Vienna-Anhänger. Aha, na, da ist ein kurzer das Weg. Das war einfach.
Ich habe mich nicht verstellen müssen. Und ja, das ist ein großer Vorteil. Ja. Ja. Erzähl mir ein bisschen von der Stimmung am Anfang in den 70er Jahren bei der Wiener Warte. Also für mich war es langweilig, wenn ich ehrlich sein soll. Natürlich. Du bist aufgefallen, wenn du in den Höchstsprungen bist und dort geschrien hast. Bist irgendwie mehr oder weniger aufgefallen. Es haben zwar alle Tore geschrien, aber wirklich das Aufspringen und das Begeistertsein, das ist, die sind da gesessen, haben nobel applaudiert. Mhm. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass da eine Fangemeinde dahinter steht. Man geht einfach Fußball schauen. Man geht Fußball schauen, weil man ein Fan ist von der Wiener oder so. Es haben schon so eine kleine Gruppe, vielleicht 20 Leute, sich zusammengetan und Wirbel gemacht, aber so richtig, dass ich den Eindruck gehabt habe, wie es vom Fernsehen gekannt hat, Osse oder Rapid. Gab es nicht bei der WM. Nicht träumen. Nicht einmal träumen. Ah, ja. Und zumindest kam es mir so vor. Und dann verging ein bisschen die Zeit und wie kam es dann dazu, dass du da für die Wiener oder eigentlich für die Wiener Fans aktiv geworden bist? Ja, also 1978 war ich mit meiner Mann beim Europacup-Finale in Paris, Austria gegen Anderlecht, was wir 4:0 verloren haben. Und wie wir zurückgefahren sind und beschlossen haben zu heiraten, haben wir gesagt, warum gibt es sowas bei der Wiener eigentlich nicht? Auswärts. Dass man irgendwo hin auswärts fährt. Auswärtsfahrt. Ne? Ja. Und dann ist wieder Zeit vergangen. Wir waren dann mit der Austria, die einfach schöne nahe Ziele gehabt hat, wo wir noch nicht waren, sind wir mit der Austria mitgefahren. Mhm. Und haben Leute auch getroffen und lustigerweise auch Wiener-Anhänger, die mit der Austria mitgefahren sind, weil sie irgendwie auch einmal raus wollten. Ne? Mhm. Und dann haben wir irgendwann einmal beim Heurigen sind wir gesessen, ich kann das ja nicht mehr sagen, und haben gesagt, wir probieren es einfach. Und machen eine Fanreise mit der Wiener. Okay. Und die erste Fahrt ging nach Klagenfurt. Aber nur ganz kurz, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil da muss ja ein Bus organisiert werden oder ein Zug und so weiter. Ja, der Bus war nicht das Problem. Ich habe gearbeitet im Hotel Astoria und das war im Betrieb des österreichischen Verkehrsbüros. Aha, okay. Und da habe ich mich gekümmert, dass wir halt einen Bus kriegen, der nicht so teuer ist. Okay. Was ich damals natürlich überhaupt nicht wusste, wie viele Kilometer was kosten und so weiter. Ne? Mhm. Und dann haben wir einmal gewusst, was der Bus kostet. Dann haben wir einen Durchschnitt, haben wir gesagt, hoffentlich fahren 20 Leute mit. Ich dividiere den Buspreis durch 20 und schauen wir, dass wir da hinkommen. Mhm. Und wenn was fällt, muss es halt drauf sein. Was dann auch so war. Das heißt, der Verein hat dann nicht irgendwie gesagt, na passt auf, wir sponsern euch das oder wir zahlen euch die Differenz, gar nichts. Nein, nichts, nichts. Also da war eigentlich überhaupt kein Interesse vorhanden. Sie haben mich sogar alle belächelt, na, sie werden sich wundern, da fährt eh keiner mit und so. Wir waren dann, glaube ich, 17 Leute, wobei der Großteil aus der Familie Bohusek bestanden hat. Also da war, ich glaube, die halbe Pappenheimgasse war da dabei. Ne? Mhm. Also die Eltern, die Geschwister und es war wirklich nett. Mhm. Und da sind wir nach Klagenfurt gefahren und ich habe mit dem Buschauffeur ausgemacht, dass wir auch ein bisschen durch die Stadt fahren. Weil ich mag nicht nur zum Match hinfahren und wieder heim. Mhm. Ich wollte den Leuten einfach mehr bieten, als das ist gut. Nur aufs Match gehen. Ja. Und vielleicht nur saufen und sonst nichts. Ne? Das wollte ich nicht. Also ich wollte, dass irgendwie die Leute sich kennenlernen, weil ich hatte den Eindruck, hier sind Einzelpersonen. Wie gesagt, ich habe eigentlich auch nur die Familie Bosek gekannt. Okay. Von den Leuten, die gefahren sind. Das heißt, man ist auf die hohe Warte gekommen und hat sie einfach hingesetzt, angeschaut und wieder gegangen. Ja. Links, rechts. Außer die Leute, die man schon gekannt hat. Ja. Die man öfter gesehen hat. Beim Mann hat er, wer bei der NAC gespielt hat, auch Spieler von der Wiener gekannt. Mhm. Weil das war einfach Döbling und das. Mhm. Und dadurch sind wir eigentlich näher dazugekommen. Mhm, natürlich. Ja, und dann haben wir halt diese Schlachtenbummlerfahrt organisiert. Mit dem Bus. Die erste war nach Klagenfurt. Klagenfurt,
mit Stadtrundfahrt. Sehr in Klagenfurt, schön. Wobei Klagenfurt nicht viel anzuschauen ist. Ne? Das war eine kurze Stadtrundfahrt. Ja. Und dann waren wir also in Graz, also Niederösterreich habe ich ausgelassen, Admira, weil da ist eh jeder Partnerbahn. Ja, irgendwie hingefahren. Und dann waren wir Graz. Bei Sturm, da haben wir ein eigenes Lokal gehabt, wo wir hingegangen sind. Mhm. Da war dann ein Mittagessen inbegriffen. Das heißt, ich habe mich gekümmert darum, was gibt es da zu essen? Mhm. Kriege ich einen Menüpreis? Na, wirklich? Ja. Herrlich. Ja, das war noch in der Kurm? Ja, das war also einfach, wie soll ich sagen, ich habe mir leicht getan, als Gastgewerbetochter, mich dazu interessieren, was kann man da anbieten. Mhm. Und beim GRK war man immer im GRK-Sporttreff. Da haben wir gehabt Schilcherwein und Brötchen vor dem Match. Und dann sind wir aufs Match gegangen. Und nach dem Match wieder nach Hause. Und da hatte ich aber dann schon vom Reisebüro zu Clean ein super Angebot, weil der Buschauffeur war Wien-Anhänger und hat auf die Gage verzichtet. Dadurch wurden die Reisen billiger. Ja, super. Und durch das bin ich dann noch dazu gekommen, die Fanpost zu machen für die Wiener. Es gab niemanden, der die Briefe beantwortet hat. Ja, natürlich. Weil heute gibt es Mail, aber damals ist ja noch geschrieben worden, Brief. Ja, da wurden Briefe geschrieben. Ich bin einmal im Sekretariat gewesen, weil ich habe ja hin und wieder haben wir Freikarten bekommen, aber nur, wenn zufällig nicht irgendwer wichtiger die Freikarten mehr beansprucht hat für unsere Busse. Mhm. Ein Teil musste ich kaufen. Okay. Ja? Also es gab keine Freikarten für die Fans, sondern ich musste kaufen oder hoffen, dass ich welche bekomme. Mhm. Na? Das klingt sehr distanziert vom Verein zu dem Fan. Ja, es war irgendwie, es hat auch niemand. Manchmal hatte ich den Eindruck, die wollen das gar nicht. Das ist ihnen nicht nobel genug. Ach so. Okay. Aber ich überlege jetzt einmal gerade, wenn ich einen Verein habe und ich fahre jetzt Klagenfurt-Graz und spiele dort vor den Sturmfans und so weiter, da bin ich doch froh, wenn ein paar Herrschaften aus meinem Verein dabei sind. Ja, die Spieler haben sich eh gefreut, aber es war irgendwie, wobei ich sagen muss, dass in Klagenfurt sich der Havelker sogar zu uns dazugesetzt hat und sich fotografieren hat lassen. Das muss dann aber schon 90er gewesen sein. Ja. Ja, da war es schon, wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, was war, aber der Havelker, ich weiß nicht, ob der war damals noch nicht Präsident, glaube ich. Also aber er war mit dabei. Als Privatperson. Ja, er war irgendwo im Vorstand, aber ich glaube, er war nicht Präsident. Okay. Und der hat sich zu uns dazugesetzt und gesagt, das ist aber nett. Dass ihr da seid. Ja. Aber machen tun wir nichts für euch. Nein, und da habe ich eben dann die Fanpost auch beantwortet, weil ich bin Ich bin eh mit ihm auf Facebook irgendwie befreundet. Ja, das ist der Mann. Wien er schreibt. Wie geht das? Habt ihr da Fotos oder so? Weil im Bus fragen mich Leute, hast du Autogrammkarten? Ich habe keine Autogrammkarten gehabt. Ne? Okay. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich überhaupt nicht mehr um die Fanbus kümmern. Und das hast dann du gemacht? Habe ich dann nicht gemacht, von zu Hause aus. Also du bist drauf auf die Warte, hast das geholt? Habe die Briefe geholt, habe mal geschaut, wer will was. Manche haben sogar Geld beigelegt, das schon, ja. weil sie was kaufen wollten, eine Anstecknadel oder ein Wimpel. Na, dann bin ich wieder zurück auf die hohe Warte, habe gesagt, ich brauche das. Mhm. Später war ich dann schon gescheitert und habe die Briefe auf der hohen Warte gelesen und habe das gleich mitgenommen. Ja. Und dann habe ich halt die Briefe geschrieben und verschickt. Das war Anfang der 80er, oder? Ich kann es nicht genau sagen, aber es war in den 80ern. Ja. Aber so genau ist schon. Nur, dass man weiß, wie lange das her ist, ob das jetzt kurz für oder mich, so. Für mich Ewigkeiten. Aber ich habe einen der treuesten Fanpost-Briefschreiber auf der Hohen Warte getroffen, einen gewissen Markus Lechner aus der Steiermark. Und den habe ich vor, was weiß ich, 10 Jahren. Er muss mal nach dem Tod von meinem Mann schauen. Der ist ungefähr 10 Jahre her, habe ich den getroffen auf der Hohen Warte.
Toll. Der hat mir wirklich, also der hat mir Briefe geschrieben ohne Ende. Mhm. Sein ganzes Taschengeld hat er gesteckt in die Vienna. Sehr gut. Na, dann wollte ich einmal so einen Autogrammfußball machen oder so. Mhm. Und das geht ja überhaupt nicht. Und was habe ich gemacht? Ich bin gegangen, habe einen billigen Fußball gekauft, das Leder. Mhm. Bin selber zu den Spielern gegangen und gesagt, unterschreibst du mir das. Und das hat dann doch funktioniert. Ja, naja, so hat es funktioniert, ja. Wahnsinn. Und ich konnte da praktisch einen Autogrammball, mir ist um die Fans gegangen. Mir war dann nicht das Interesse, dass der Verein da noch verdient dran. Mhm. Mir ist gegangen um die Fans, dass sie irgendwas kriegen, weil es ist ja nicht leicht, Wiener-Fan zu sein. Oh ja. Und dass die irgendwas bekommen wenigstens. Ja. Na? Wie ist das mit den Fanreisen weitergegangen oder mit den Auswärtsspielen? Naja, ich hatte dann noch einen Feuerwehrmann aus Neustift gehabt, der auch mitgetan hat, das zu organisieren, mhm, zu helfen. Aber ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Es ist dann, wir waren sogar in Innsbruck. Na, das schon, ja. In Innsbruck. Es war dann so, dass einfach bei den weiteren Fahrten das Interesse sehr gering war. Mhm. Jetzt habe ich dann Mannschaften eingeladen vom Nachwuchs, dass sie mit uns fahren. Nein. Ja. Weil ich habe für den Nachwuchs habe ich auch ein bisschen was gemacht. Wie soll ich sagen, es ist irgendwie so fließend immer gegangen. Mhm. Es war nicht so ein konkreter Plan. Ich habe halt geschaut, dass ich für die was tue, weil mir die menschlich wichtig waren. Mhm. Ja, und habe für den Nachwuchs auch was gemacht. So für Tombola-Spenden gesammelt, für Flohmärkte gesammelt und solche Sachen. Und da habe ich dann eben eine Klasse, also eine Mannschaft, ich glaube es war U11, glaube ich, oder U10, nach Innsbruck mitgenommen. Auf eigene Kosten, oder? Nein, die sind einfach, ob der Bus jetzt, wir haben sowieso einen 30er-Bus gehabt, mhm, ob da jetzt 15 Leute drin sitzen, die zahlen, okay, und dann noch 15 kleine, die nichts zahlen. Ach, schon wurscht. Es ist wurscht, der Bus muss gezahlt werden. Mhm. Und da habe ich doch lieber noch diese Kleinen mit, da mache ich eine Freude. Ja. Für eine musste ich sogar die Entschuldigung für die Schule schreiben. Naja. Und die waren sehr lieb. Also Innsbruck ist für mich noch deswegen in Erinnerung, weil die Buben von Wien bis Innsbruck Zeitungen zerschnitten haben, aha, damit sie Papierschnitzel werfen dürfen im Stadion. Und bei der Polizeikontrolle haben sie den Buben diese, es waren drei solche Säcke Papierschnitzel, also wirklich brav, ruhig alle im Bus nur geschnitten, mhm, und geübt Gesänge für die Wiener. Ja. War wirklich lieb, der Trainer war auch mit von denen. Na gut, wir kommen dorthin, sie dürfen keine Papierschnitzel werfen. Habe ich gesagt, bitte, warum? Die Tiroler Kinder dürfen und unsere nicht. Mhm. Unsere sind so brav, schauen sie her, alle blau-gelb angezogen, lauter liebe Buben, die wollen auch Papierschnitzel schmeißen. Nein, das geht nicht, weil das muss wer wegräumen. Habe ich gesagt, gut, wer ist dafür zuständig? Mhm. Der Kantinenleiter. Kantinenleiter. Gut, bin ich zum Kantinenleiter gegangen, bis ich den gefunden habe. Habe ihm gesagt, wir haben Kinder mit, die wollen Papierschnitzel schmeißen. Das muss man zusammenräumen. Ich sage, sagen Sie mir, was kostet das, dass das wer zusammenräumt? Ja, was soll das kosten? Ich sage, wenn ich Ihnen 100 Schilling gebe, dürfen unsere Kinder Papierschnitzel schmeißen. Ja, 100 ist in Ordnung. Na gut. Dann habe ich den 100er bezahlt, bin rausgegangen, habe gesagt, bitte, wir haben sowieso ausgemacht zur Polizei. Mhm. Die Kinder dürfen die Papierschnitzel schmeißen. Mhm. Na, die Kinder glücklich, das war mir ja wichtig. Mhm. Weil das Badge war auch nicht so schlecht. Wir haben es zwar nicht gewonnen, aber es war okay. Und naja, dann haben wir durchgeschossen und die Kinder haben die Papierschnitzel geschmissen. Und auf einmal war die Polizei da. Und habe ich gesagt, stopp, ich habe 100 Schilling dafür bezahlt, dass die Kinder das schmeißen. Sprechen Sie mit dem Kantinenchef, der wird Ihnen das bestätigen. Mhm. Der Polizist ist verschwunden, zurückgekommen, ich sage, okay, die Kinder dürfen weiterschmeißen. Da war das Match schon weiter, mhm, und wir haben schon ein Gegentor gekriegt. Mhm. Also ist kein Papierschnitzel mehr geworden.
Ja, und dann ist es immer weniger geworden. Dann haben sich auch schon Fangruppen zusammengeschlossen gehabt. Und dann hat es, glaube ich, einen Fanclub gegeben, und aber mir fällt jetzt der Name nicht ein. Waren das schon die Submarines oder die Kojoten? Die Kojoten. Mhm. Und die haben dann schon, weil bei mir waren ja doch auch Ältere mit, ne, so um die 40. Und die Kojoten waren ja doch jünger, um einiges. Mhm. Und die haben dann ihre eigenen, da habe ich gesagt, gut, eigentlich bin ich recht erleichtert, dass ich mit einem halbwegs blauen Auge aus dieser Aktion ausgeschieden bin. Ich habe dann noch für den Nachwuchs was gemacht, zum Beispiel wenn der Herr Fuchs, der leider jetzt verstorben ist, der hat zum Beispiel Sachen gebraucht. Der hat gesagt, du, wir brauchen für unseren Nachwuchs oder für die 21er brauchen wir einheitliche T-Shirts. Dann haben wir gemacht Preisschnaps. Ich war der Schiedsrichter, habe mich gekümmert um Preise, dass wir was haben, und den Schiedsrichter gemacht. Ich habe heute noch die Mascherl und die ganze Ausstattung dabei, könnte jederzeit wieder ein Preisschnapsen für die Wiener machen. Mhm. Und von dem Erlös, also der Erlös durch die Karten, weil die Preise haben uns nichts gekostet, die haben wir alle geschenkt gekriegt. Und das habe ich dann hergegeben für Nachwuchs, dass die was Level für die 21 oder sowas kaufen können. Sehr gut. Du hast ja dann die Fanbriefe beantwortet und Leute wollten natürlich auch Fanartikel haben. Ja. Wie ist denn das entstanden? Ja, also ich habe gesehen, die Leute wollen Wimpel haben und solche Sachen. Es gab Wimpel, aber halt nicht viel. Mhm. Und dann habe ich mich einmal mit dem Herrn Nettig unterhalten und habe gesagt, wir haben keine Autogrammkarten. Das heißt, wenn irgendwelche Fans Autogrammkarten wollen, dann gibt es keine. Darauf habe ich gesagt, Sie haben ein Fotogeschäft, können Sie das nicht machen? Und der Nettig war also da sehr kooperativ, hat dann Autogrammkarten machen lassen, hat sich gekümmert, dass wir Wimpel haben, die wir verkaufen können und die ich vor allem per Fanpost verschicken kann. Ich habe also, es war meistens ein doppeltes Hin und Her, weil die Leute schreiben, ich will einen Wimpel, aber vom Bezahlen war nicht die Rede. Die haben gedacht, das gibt es alles gratis. Dann habe ich halt eine Liste erstellt von den Sachen, die wir haben, Anstecknadel, Wimpel und Autogrammkarten. Die Autogrammkarten habe ich in der Regel kostenlos verschickt. Also gerade geschaut, dass wir das Porto ersetzt kriegen. Vom Verein aus oder von den Fans aus? Von den Fans aus, damit sie wissen, dass das nicht ein Wegwerfartikel ist, sondern dass das schon was wert ist. Na, und dann habe ich die Spieler halt immer gezwungen, die Autogrammkarten zu unterschreiben oder Mannschaftsfotos gemacht und Poster haben wir machen lassen. Und da hat sich der Herr Nettig wirklich sehr eingesetzt und der Havelka auch. Super. Dass wir solche Sachen kriegen. Und ich habe auch mit Herrn Havelka einen Deal gehabt, es kommt darauf an, wenn da jemand da Großbestellungen aufgibt, also gratis ist eigentlich nichts, Mannschaftsfoto haben wir gratis verschickt und die Poster mussten bezahlt werden, weil da haben wir die Rollen kaufen müssen, dass wir es verschicken können und so. Aber ich muss sagen, da war die Zusammenarbeit war super. Super. Im Nettig und im Havelka, muss ich sagen, ehrlich, dem sich kümmert, habe ich jetzt noch einen. Ne, diesen Wimpel haben sie auch produziert. Ne? Und haben sich, und in der Zeit hat es ja dann auf einmal einen VIP-Club gegeben auf der Hohenwarte. Aha. Früher war der Treffpunkt der Fans die Küche vom Platzwart. Vom Ilo und der Stana. Und da war eigentlich voll Action, aber der Kalle Decker und alle sind da hinten gesessen, in der Küche von denen, nach dem Match. Also das war damals der sogenannte Fanclub in der Küche vom Platzwart. Sehr gut. Ja, und die haben sich aber wirklich gekümmert, dass da ein Fanartikel, das Leiberl gibt, die man kaufen kann und so. Und es war immer eine große Katastrophe, wenn ein Spieler einem Fan ein Leiberl versprochen hat, am Ende der Saison. Und da war das Leiberl weg.
Das hätte man ja noch verkaufen können. Verstehe. Aber gut, ich habe es vom Jerzy Ondra bekommen. Nein, der Fan will ja doch etwas für sich auch haben, zu Hause. Ja, eben, und etwas Persönliches. Ja. Das ist wichtig. Ja, also irgendetwas Persönliches, wo man sagt, das ist von meinem Verein und das hat der Spieler getragen. Also der Kempis war ein ganzer Lieber, muss ich sagen. Also viele glauben, Weltstar, immerhin Weltmeister mit Argentinien. Und der hat eine sehr nette Familie gehabt. Und ich habe einen Wiener-Fan bei der Opernkasse gehabt, bei der Staatsoper. Okay. Und der hat gesagt einmal zu mir, du, ich möchte den Kempis gerne einladen in die Oper. Mhm. Also es hat ja so für so Regiekarten, haben die damals geheißen, gegeben, wenn eine Aufführung nicht ausverkauft war, hatte das Personal Zugriff auf Regiekarten. Natürlich nicht zum Verkaufen, sondern nur zum Verschenken oder so. Und der hat gesagt, ich möchte den Kempis, der war sicher noch nicht in der Oper, ich möchte den Kempis gerne in die Oper einladen. Habe ich gesagt, okay, ich frage mal, was er gern sehen wird und wann er Zeit hat. Na, und ich habe mit Mario und seiner Frau geredet, ich kann Spanisch, so. Und habe sie gefragt, habe ich gesagt, du, ich habe einen Wiener-Fan, der würde dich gern in die Oper einladen, was mögt ihr gern? Ja, Ballett. Sie Ballett, sofort Ballett. Habe ich gesagt, okay, an einem Sonntag passt das? Ja, ist auch in Ordnung, passt. Na gut, habe ich einmal geschaut, dass ich für einen Sonntag Ballett finde. Und habe ihm dann gesagt, du, an dem und dem Abend liegen zwei Karten und der Kempis an der Abendkasse und ihr könnt es gehen. Aber wenn mir steht der Herr Schulz da, der Manager, und sagt, an welche Bedingungen das geknüpft ist, sage ich, was für Bedingungen? Sagt er, ja, wann findet die Autogrammstunde statt oder wo muss der Mario hingehen? Sie bittet, er soll mit seiner Frau in die Oper gehen und sonst nichts. Ja, da muss doch was dafür tun, sage ich, nein. In welcher Welt lebst du? Kannst du dir nicht vorstellen, dass es Fans gibt, die jemanden eine Freude machen wollen? So war das. Und der war auch wirklich nett. Und ich, wann immer ich Bekannte oder Leute aus Argentinien triff, frage ich sie immer, wie es ihm geht. Und ich weiß jetzt, dass er in Spanien arbeitet, fürs Fernsehen. Und ich habe mir gedacht, weil ich das neulich wieder entdeckt habe, habe ich gedacht, das werde ich mal einscannen, werden wir seine E-Mail-Adresse raussuchen und schreiben, kannst du dich noch erinnern. Nein, wir haben ja auch Mädel in den Bussen gehabt. Ne? Also sind viele Mädchen mitgefahren dann auch. Okay. Weil sie gewusst haben, das ist Familie, das ist familiär, das ist nicht eine Rowdy-Schlachtenbummlerfahrt, wie bei manchen anderen Vereinen vorkommt, sondern dass das eher wie ein Familienausflug ist. Ne? Und die haben dann also auch alle möglichen Sachen selber gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da habe ich dieses, ja, das haben wir auch einmal gemacht. Herzlich, das ist sehr schön. Es haben zwei Kindergärtnerinnen gestrickt, lauter die komplette Wiener Mannschaft. Wo sind diese? Gibt es die noch irgendwie? Die haben wir, ich glaube, die hat Davelger bekommen, die Mannschaft. Ich habe einen zu Hause, der wurde sogar von Mario Kempis getauft. Den haben wir damals, der heißt auch noch heute bei mir Mario, dann bei Glas Wasser genommen und Mario Kempis hat sich über den drüber gegossen. Sehr gut. Abschließend möchte ich dich noch fragen, wie wichtig ist deiner Meinung nach der Fan für die Wiener Kultur, also das alles zusammen, das Erscheinungsbild der Wiener? Und was kann der Fan tun? Also für mich, ohne die Wiener Fans gibt es die Wiener schon lange nicht mehr, ist meine Meinung. Man müsste die Fans unterstützen, schauen, dass es alles so in Ordnung bleibt, wie es jetzt ist. Weil ich finde, wir haben tolle Fans, die Stimmung, ich sehe es ja immer auf den Videos und so. Und ich weiß nicht, ob die Kluft noch besteht da zwischen Vorstand und den Fans. Ich glaube,
die müssten sich in einem normalen Rahmen zusammensetzen. Von mir sollen die Bezirksvertretung ist groß genug. Mhm. Der Herr Thieler könnte sicher mal den großen Saal zur Verfügung stellen und alle einladen, und aber auf eine Art der fairen Diskussion. Nicht, dass wenn einer eine Frage stellt, die jemand nicht passt, der oben am Podium sitzt. Mhm. Dass er sagt, das berät man das nächste Mal. Mhm. Oder die Leute abwürgen. Mhm. Und es sollte sich von den einzelnen Fangruppen Sprecher finden, die die Probleme, die sie wirklich haben, mit ihrer Fangruppe besprechen und sagen, das sind unsere Fragen an den Vorstand. Soll sich der Fan stärker präsentieren? Ja. Weil ich finde es, ich finde es toll, wenn ich sie im Fernsehen oder auf den Videos sehe, die die WN auch ins Netz schätzt, wie toll und sich unsere Fans präsentieren. Mhm. Ich zeige das auch in Deutschland meinen Freunden und sage, schaut her, das ist mein Blaugeld, das ist die WN. Ja? Und es ist einfach, wie soll ich sagen, es gehört, vor allem sollte man das Potenzial der Fans nützen, haben so viele gute Ideen. Aha. So viele haben, sind gut kreativ, allein schon das, dass du jetzt diesen YouTube-Kanal machst, finde ich super. Ich finde, man müsste doch den Leuten eine Chance geben. Das sind so viele junge Leute, die technisch und so, die könnten so viel machen, und wenn man ihnen nicht zuhört, dann ist das der Schlüsselsatz, dass der Verein mehr zuhört. Sich ja und vor allem mehr eingehen sollte auf die Ideen, die andere Leute haben. Ich weiß, ich kenne das Alter unseres aktuellen Vorstandes nicht, weil dadurch, dass es keine reine Mitgliedschaft gibt, sondern nur in Kombi mit einem Abo. Und ich habe gesagt, bitte, ich bin Pensionistin, warum gibt es keine nur Mitgliedschaft? Ich habe einen Bekannten, der sitzt auf Hawaii, der wäre gern Mitglied bei der WN. Mhm. Aber es gibt Mitgliedschaft nur in Kombination mit einem Abo. Also, aber ich sage, warum soll ich 100 Euro mehr zahlen, wenn ich nie hingehen kann? Mhm. Da kaufe ich mir lieber die Karte. Deswegen bin ich kein Mitglied bei der WN mehr. Mhm. Früher hat es gegeben, Mitglied mit Abo. Aber jetzt, wo ich weiß, ich kann nicht drauf gehen, habe ich gesagt, ich möchte gerne Mitglied bleiben. Mhm. Aber ohne Abo, da muss doch was geben. Das gibt es nicht. Wir hätten mehr Mitglieder, auch in den Bundesländern, wenn es die Möglichkeit gäbe, Wiener Mitglied sein, ohne deswegen ein Abo kaufen zu müssen. Sehr gut. Ja, das ist ein Auftrag an den Verein. Ja, das wäre schön. Da bin ich sofort wieder dabei. Kein Danke dir für deine Zeit und für dieses Gespräch. Gerne. Dankeschön. Danke. Es war schön, einmal über alte Zeiten zu reden. Das freut mich sehr.